Es gibt ja Leute, die sagen, es kommt nur auf die Regierungsform an, ob es einem Land gut geht oder nicht. Du hast es vorher aber gesagt, uns geht es wunderbar. Also entweder machen wir es von der Regierungsform her genau richtig, oder man überschätzt das einfach, dass es überhaupt eine Regierung braucht. Es geht auch ohne. Wenn man zum Beispiel in Belgien gesehen hat, Belgien hat ab 2010 17 Monate lang keine Regierung gehabt und in dieser Zeit 2,7% Wirtschaftswachstum verzeichnet und minus 1,3% Arbeitslosigkeit. Und darum machen wir genau das auch in der Schweiz. Fertig, das Bundeshaus wird für 4 Jahre geschlossen. Es gibt Ferien für den Bundesrat und das Abstimmungsvolk. Voilà. Weil, solange es nichts zu sagen gibt, so im Sinne von, es funktioniert ja wunderbar, dann können wir ja auch mal geschwind ein Polizeibettikel einlegen. Locker. Oh. Muss ich jetzt das entscheiden? Nein, ich möchte gerne wissen, ob du das auch gut findest. Dann hätten wir schon 2 Stimmen und dann könnten wir, bräuchten wir nur noch 98.998. Also ich würde sicher... Hat jemand gemerkt, dass das nicht stimmt? Dass ich nicht gerechnet habe. Ich finde das super. Weil du hast es aber nicht gemerkt. Ich habe einfach sobald jemand... Also, wie viel haben wir? 99.000. Genau. Was glaubst du denn, was passieren würde? Wenn wir jetzt 4 Jahre Pause machen würden, würde ich sagen, jetzt wird mal nicht regiert. Wir lassen die mal wursteln. Die Leute. Was würde passieren? Ah, das wäre mega gut, weil dann wäre es umgekehrt. Weil dann könnten die Politiker mal sagen, ja, die dort unten machen eh, was sie wollen. Nur gut. Ja. Weil viele Leute sagen, die dort oben machen eh, was sie wollen. Und, so. Und ich habe eben wirklich so ein relativ grosses Grundvertrauen. Ich habe immer noch das Gefühl, also darum wäre ich eher dafür, dass die Regierung bleibt. Ich will schon mal probieren. Ich habe gerne so Zeug, wenn etwas kaputt geht. Weil es würde wahrscheinlich vieles kaputt gehen. Nimm jetzt mal an, einfach so. Ich sehe das. Ich schaue gerne zu. Aber ich habe so ein Vertrauen, in die Regierung, tatsächlich. Wie schlecht sich das angefühlt hat. Aber wirklich, das habe ich. Warum hat sich das schlecht angefühlt? Ja, weiß auch nicht, weil man das so sagt. Oder? Weil man das als linker Kabarettist nicht sagt. Ja, ich glaube ganz allgemein nicht. Heutzutage ist es ja eher so, wenn man so auf Facebook schaut, so die... Facebook ist ja das, was es ausmacht. Nein, aber wenn die meisten Leute sagen ja wie so, ja, ich glaube den Politikern kein Wort. Und das ist irgendwie eine geile Haltung. Das ist so irgendwie gut, weil du bist ein selber denkender Mensch und so. Aber ich finde, zu einem gewissen Grad musst du vertrauen, habe ich das Gefühl.